So, Horsa der Wahnsinnige, das werden wir jetzt machen. Wir haben das jetzt bis jetzt lang sehr gut erledigt, sage ich jetzt einmal. Da drüben ist er. Ein Uruk. Von der ganz heftigen Sorte, glaube ich. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Das war's. Tut mir echt leid. Es war ein knapper Kampf, war aber trotzdem gut und erfolgreich. Also, so, und da gleich die nächste Machprobe. So. Dumme Vieh ist kein Problem für mich. Lass es frei!
sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Zurück an die Arbeit und wenn auch zur Hilfe. Das wird nichts! Tag! Yo! Du bist umzingelt! Du hast keine Chance! Ja, das kann wirklich sein gegen dich. Na gut, aber wohin gehen wir jetzt als nächstes? Das ist die große Frage. Oder wir machen gar keinen Nachkampf, sondern gehen dann mal darauf, einfach nur. Man würde selbst gute Strategie nicht erkennen, wenn sie ihm auf der Stirn stünde. So? Das hatte nichts mit dem Hauptmann. Jo. Das hört sich gut an. Dann nehmen wir die zwei Sachen.
Schneller, so wie ich dorthin machen. Karak Angrim, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Ein Duell hört sich interessant an. So. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich zeig meinen Uruks, wie man mit einem Narren wie dir umgeht. Was? Ich höre dich nicht. Red lauter, Schwächling. Hau ab, Waldläufer! Siehst du nicht, was ich zu tun hab? Tötet alle Verräter! Oh, die haben gegeneinander gekämpft. Das habe ich gesehen. Nieder!
Yes. Das ist wichtig, jetzt haben wir den nächsten. Was hat das in der Hierarchie gebracht? Ah, noch nicht viel, das sind wir jetzt wenig schon. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.